Halleluja. Herzlich willkommen, die, die jetzt neu hier dazugekommen sind zum Gottesdienst. Das ist eine wunderbare Zeit in der Gegenwart Gottes. Und für uns ist das jetzt der Abschluss eines Seminars, das schon am Donnerstagabend begonnen hat. Wandel im Geist, Sieg über Sünde. Und ich denke, wir haben wirklich eine gute Zeit gehabt. Und das Kreuz war so im Mittelpunkt. Und ich bin so begeistert und so berührt von der Gegenwart Gottes. Gestern Abend war das Thema sexuelle Reinheit, Pornografie und andere Dinge. Und er hat geredet, hat Menschen überführt und überzeugt, dass es sich lohnt, das Kreuz wirklich in Anspruch zu nehmen und endlich rauszutreten aus dem Leben der Lüge und der Täuschung. Und wunderbar. Und am Abend sprach mich dann der Dennis an und sagte, er hat den Wunsch, er möchte etwas aus seinem Leben erzählen. Und haben wir überlegt und denke, ja, das ist gut, das passt sehr gut und das gibt euch auch ein lebendiges Beispiel, nicht nur von der Lehre, sondern dass es wirklich auch genauso ist, wie das Wort es sagt. Und Dennis, ich übergebe jetzt an dich. Genau, wir hatten gestern Abend das Thema, beziehungsweise wir hatten hier praktisch auch, dass hier zum Kreuz aufgerufen wurde, wenn du unter diesem Thema leidest, nenne ich es mal erstmal so. Wenn du mit Pornografie zu tun hast, wenn du mit Unreinheit zu tun hast, wenn du damit kämpfst. Und ich kenne diesen Kampf. Ich hatte diesen Kampf vor einiger Zeit und einige Jahre lang. Und deswegen stehe ich heute Morgen, weil wir gestern Abend nochmal drüber gesprochen haben, haben gesagt, hey, ich möchte dazu was sagen. Und du bist vielleicht gestern Abend aufgestanden, zum Kreuz gegangen und hast das dem Herrn bekannt. Und so wie Holger eben hier vorne stand und hat es bekannt und der Heilige Geist hat ihn darauf hingewiesen, du musst weiter dranbleiben, du musst das runterschreiben zum Beispiel, du musst das bekennen und du musst das jetzt vor anderen bekennen. Als ich das damals bekennen durfte, sollte wirklich erneut an die Wand gefahren wurde und sage, ich will jetzt von dir, Dennis, dass du das bekennst und dass du das ansprichst und dass es so nicht mehr weitergeht. Ich bin in die Ehe gegangen, wir sind 15 Jahre verheiratet und habe am Anfang meiner Ehe gesagt, hey, ich habe Probleme damit. So sind wir irgendwie durch die Ehe geschlittert, wir hatten hier und da Hilfe, wir haben uns selber geholfen, wir sind selber vielleicht voreinander weggelaufen, meine Frau hat die Augen zugemacht, ich habe die Augen zugemacht, ich habe manchmal nicht bekannt, manchmal habe ich auch bekannt, dann haben wir mal Hilfe gehabt, mal dies, mal das, mal jedes und ich wusste, ich glaube, wenn du das kennst, weißt du, wovon ich jetzt spreche. Es ist doch ein elender, ewiger Kampf und ich komme da nicht raus. Und ich, armer Tropf, und ich, armer. Ich wurde wieder vor die Frage gestellt. Bei einem Gottesdienst. Und es hieß für mich, du musst bekennen. Du musst bekennen, dass du da raus möchtest. Du musst bekennen, dass du frei werden möchtest. Und ich fing damit an. Und dann hatte ich wir als Ehepaar haben ein gutes Ehepaar dann an die Hand bekommen, was uns anleitet. Und ich kann dir empfehlen, wenn du gestern am Kreuz warst, war das nur der Anfang vor dem Herrn. Du brauchst jemanden, der dir hilft dabei. Sage ich dir gleich noch. Warum? Wir hatten ein gutes Ehepaar, was uns dann angeleitet hat. Ist ein Ehepaar, was hier schon mal ein paar Seminare abhält oder bei uns im Jahr zu Besuch kommt. Und ja, das hilft uns immer noch, das steht uns bei, lässt mich nicht los, habt ihr gerade eben gehört, und das ist gut so. Ich weiß, dass Gott mich nicht losgelassen hat in all den Jahren, das weiß ich, das wusste ich auch immer, aber ich habe es nie packen und greifen und fassen können. Und ich musste erkennen, als wir dann da reingegangen sind, dass ich die Fragen gestellt bekam, hey, was glaubst du überhaupt? Ja, ich bin doch nichts wert. Ich habe doch immer Probleme und einen Druck und irgendwann passiert es dann einfach. Und das ist so, das bin ich. Und außerdem kann ich mich zum Beispiel nicht richtig hier vorne hinstellen, nicht lehren, nicht predigen. Das kann ich nicht, da gibt es andere, die sind besser. Was steckt dahinter? Kurz umgesagt, eine Minderwertigkeit, die mich jahrelang verfolgt hat, seit Kindheit schon. Eine Minderwertigkeit, der ich Glauben geschenkt habe. Trotz, dass ich an Gott glaube, trotz, dass ich mit ihm unterwegs war, trotz, dass wir zusammen als Gemeinde, gemeinsam als Ehepaar mit dem Herrn zusammen in die Ehe gestartet sind,
habe ich trotzdem an den Minderwert in mir geglaubt. Und dann durften wir praktisch da reingehen. Dann wurde ich angeleitet von Hartwig, der gesagt hat, hey, deck mal die Lügen auf, die du glaubst. Erzähl mir mal. Nee, erzähl mir es nicht. Schreib's auf für dich. Was sind das für Lügen? Ich kann nichts, ich bin nichts. Diese Lügen habe ich aufgeschrieben. Dann habe ich die Aufgabe bekommen, dann guckst du mal ins Wort oder suchst im Wort, was der Herr dazu sagt, beziehungsweise dir dazu sagt. Und dann durfte ich aufschreiben, was Gottes Wort dazu sagt, zu den Lügen. Beziehungsweise ist das Gegenteil, was Gott dann sagt. Das sind nämlich Lügen, dass du nichts kannst, nichts bist, nichts wert bist. Was dem Ganzen vorausging oder dann diese Befreiung wirklich, wo ich heute da stehe und sage, du kannst frei werden und du kannst so frei werden, dass du rausgehst, hey, ich gehe hier raus und ich weiß, dass ich frei bin. Ich gehe hier raus, morgen gehe ich wieder auf die Arbeit, muss ich wieder arbeiten, was wird da kommen? Ja, da werden mir ein paar Bilder entgegenkommen, das weiß ich heute schon. Vielleicht werden die auch nach diesem Wochenende noch intensiver sein und auf andere Art und Weise, wie ich es noch nicht bisher vorher gesehen und erlebt habe, kommen. Ja, das weiß ich. Aber ich weiß auch, dass ich einen Gott habe, der für mich kämpft. Ich weiß auch, dass ich nicht mehr an diesen Minderwert, der dann kommt, glauben muss. Gestern Abend saß ich hier, da waren Punkte auf einmal, wo ich dachte, ey, musst du auch an das Kreuz? Bist du nicht, ist da alles richtig? Und nee, da bist du gut, das geht doch. Und naja, ich schnauze jetzt wirklich. Ruhe. Gott ist mein Kämpfer und ich stehe hier reingewaschen vor ihm. Und ich muss hier nichts jetzt ausgraben und so weiter. Und wenn hier was ist, dann wird der Heilige Geist mir das offenbaren und dann darf ich auf der Stelle umkehren und ich darf sogar auch gestern Abend an das Kreuz gehen. Ich musste nicht hingehen. Dank sei Gott, aber nur ihm, weil er es in mir bewirkt, weil er es in mir macht, weil er es in mir vollbringt. Und ich muss mich lernen, an ihn zu klammern und zu hängen, die Wahrheiten, die er über mir aussagt, anzunehmen. Ja gut, dann machst du das halt ab morgen. Du schreibst deine Lügen auf, schreibst deine Wahrheiten auf und lebst dann da drin und dann ist alles gut. Was haben wir eben gehört? Ich musste das niederschreiben und ich musste nicht die Lügen über meinem Leben niederschreiben. Das ist vielleicht der zweite Gang. Der erste Gang ist erstmal, was ist denn alles passiert in diesen Lügen? Was habe ich getan? Wer bin ich überhaupt? Und du schreibst runter. Und dann kriege ich die Anweisung bzw. die Empfehlung, na, die Anweisung. Geh zu deiner Frau und sag, was alles passiert ist. Und dann fragst du deine Frau, was möchtest du alles wissen? Und dann packst du aus. Ich sage euch, was ich erlebt habe, wie deine Geschichte sein wird, relativ ähnlich gehe ich mal stark von aus. Ich habe dann erlebt, das erste Mal, was es heißt, wie ich meine Frau verachte. Trotz Kindern, trotz jahrelanger Ehe. Wie ich lieblos mit ihr umgehe, wie ich sie entehrt habe und wie sie gar keine Möglichkeit hatte, mich irgendwie einzufangen. Und sie ist selbst vorweggelaufen, hat gesagt, ich habe Angst davor, ich will das gar nicht wissen. Als ich damit anfing und der Herr überführte und sagte, geh jetzt zu deiner Frau. Und ich ging hin und sagte, ich habe mir es vorher schön gemalt. Gestern Abend hatte ich auch, ich konnte nochmal abhaken. Ach, da, gut, ich hatte die ganzen Statistiken vor. Bist du nicht so schlimm? So schlimm war es nicht. Nee, da hast du nicht. Ja, da das ab und zu passiert, aber das ist ja noch nicht. Ich kämpfe halt damit und irgendwie muss ich da durch. Ich musste zu meiner Frau gehen und musste sagen, ich bin pornografiesüchtig. Und ich musste vorher zu mir gehen und musste sagen, Herr, ich bin pornografiesüchtig. Auch wenn es nur manchmal passiert. Was ist, wenn ich bekenne? Was ist, wenn ich umkehre? Dann ist Gott treu und gerecht. Stellt sich dazu. Was hat er gemacht? Hat sich dazugestellt. Dann ging ein Kampf hinungslos, wo ich sage, ihr braucht jemanden an eurer Seite. Und wenn du einen Partner hast, zu dem du heimgehen musst, musst das bekennen. Übrigens, wenn dir das jetzt gerade kommt und du willst da anfangen und du willst heimfahren und du willst dann da anfangen, wenn dir es jetzt gerade kommt, nimm dein Handy gerade in die Hand, schreib, nimm ein Mail, eine WhatsApp, wir müssen reden. Dass du schon den ersten Schritt jetzt festmachst. Vor der geistlichen Welt, vor dir selber, vor dem Herrn, schreib dabei, Herr, vor dir und vor meiner Frau, ich muss mit dir reden. Schreib es jetzt ruhig gerade, direkt. Denn der Teufel wird kommen, er wird versuchen, das zu rauben. Er wird versuchen, dass du da kommst und sagst, so war es doch nicht oder so schlimm ist es nicht oder ich muss doch jetzt nicht gerade hier. Der Kampf begann dann erst.
dass Gott mir zeigte, wie und warum ich nicht in Freiheit komme, weil ich gar nicht an ihn glaube. Weil ich an meinen Wert, an meinen Minderwert geglaubt habe, die Lügen geglaubt habe, weil ich nicht seiner Kraft geglaubt habe, weil ich nicht zu ihm gekommen bin, weil ich nicht bekannt habe, dann fing ich an zu bekennen. Dann fing der Kampf an, da reinzugehen. Schreibt das auf, geht da rein. Ja, was soll ich jetzt machen? Jetzt ist das vorbei, jetzt ist das raus, jetzt ist das endlich besprochen. Was soll ich denn tun? Wie soll ich da rauskommen? Wie soll letztes weitergehen? Und wenn die Dinge rausgenommen werden aus dir, was sagt das Wort dann? Dann muss das gefüllt werden. Hatten wir schon gute Arbeit, beziehungsweise ich durfte das selber. Schreib die Wahrheit über dich auf. Schreib die Wahrheit über mich auf. Ich schreibe die Wahrheit auf und dann jetzt fang die an zu glauben. Sprich die aus über dir. Männer, ich sag euch, macht den Mund auf. Ihr müsst es über euch aussprechen. Und ich kann euch sagen, bei Pornografie ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass Mächte und Gewalten aufstehen und werden versuchen, dir alles einzureden. Und dank sei Gott, und das ist nur Erbarmen und Gnade, die uns widerfahren ist, dass wir gemeinsam jahrelang schon auf dem Weg sind, dass meine Frau gleichzeitig gesagt hat, ich will jetzt, dass das aufhört. Nicht, ich will von dir, dass das aufhört. Ja, die Situationen waren auch. Ich will, dass das Haus ausgeräumt wird, dass hier nichts mehr irgendwo in irgendwelchen Geräten oder irgendwo zu sehen ist und dass das jetzt reingemacht wird. Ich musste Gelübde ablegen, dass ich sage, alles reinigen wir jetzt und es bleibt rein. Und wenn es wieder passiert, dann stehe ich sofort auf und bekenne und benenne, dass Satan keinen Raum mehr hat und kein Recht mehr hat. Aber er stand auf und sagte, ich lasse dich nicht los. Ich lasse dich nicht los und ich habe gekämpft. Ich habe viele Runden im Wald gedreht. Die gingen teilweise bis dahin. Ich hatte mir empfohlen, bekenne einfach das, was du jetzt weißt vom Herrn. Geh nach vorne, bekenne das für dich, sprich dir das aus, sprich dir das von morgens bis abends vor, wer du in Christus bist, was du hast an ihm und was er dir jetzt hier niedergeschrieben hat. Die Lügen beiseite, sprich Satan an, sag, die Lügen kommen beiseite, das bin ich, dies bist du. Und dann kam der Kampf so wirklich, dass dich Satan verfolgt, dass dich Satan so weit verfolgt, du siehst doch, dass das nicht funktioniert. Dir geht es doch gar nicht besser. Du fühlst dich elend. Außerdem würde ich deine Frau nachher wieder anklagen. Und sie hat kein Vertrauen mehr zu dir. Und du wirst sehen, dass das nicht klappt. Nein, ich stelle mich da drauf. Und das ging in den Kämpfen so weit. Deswegen sage ich, es ist dämonisch und die werden dich verfolgen. Sie werden dich angreifen. Diese Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Also ich sagte, lass es doch. Setz doch deinem Leben ein Ende. Bist du bescheiden, dass du hier irgendwas erreichen willst mit diesem Gott, der dich jahrelang hat zappeln lassen und nie was getan hat? Ich war einen Tag im Wald, bin ich wirklich zu Hause geflüchtet, dass meine Frau noch einmal schrieb, wo bist du? Sag ich, ich bin unterwegs. Ich habe in diesem Wald, es war ein Windrad, bestimmt mit dem Fahrrad 100 gefühlte Runden um dieses Windrad gedreht auf dieser Betonfläche und habe nur einen Stopfen im Ohr gehabt und habe gesagt, habe gesungen, was seine Wahrheit ist, habe gesungen, sage ich, und Herr, es ist noch nicht mehr, dass ich es gerade glauben kann, ich weiß, dass es einfach Wahrheit ist und dass ich es aussprechen will, aber ich werde gerade so verfolgt, dass ich eigentlich dem Ganzen absagen soll, beziehungsweise meinem Leben sogar absagen soll. Und ich habe festgehalten, weil ich wusste, das ist die Wahrheit, ich muss daran festhalten und ich kämpfe das jetzt durch, bei allem Gefühl, was hier hochkommt. Es werden Gefühle, übrigens haben dich jahrelang Gefühle getäuscht. Es werden noch mehr Gefühle jetzt hochkommen bei dir, die dich noch mehr versuchen werden zu täuschen. Du musst diese Gefühle beiseite stellen und du musst wirklich Gottes Wort proklamieren. Eine der stärksten Erkenntnisse in diesem Prozess ist und war oder Dinge, die ich erkennen muss und die du erkennen wirst, ist, dass du keine Furcht vorm Herrn hast. Und ich habe hier Gemeinde mitgeleitet. Ich musste mich vor die Gemeinde stellen, musste sagen, das ist mein Ist-Zustand. Und nicht, ich muss euch um Vergebung bitten und brauche jetzt einfach Heilung und helft mir bitte dabei, sondern ich muss euch um Vergebung bitten, dass ich euch jahrelang beraubt habe in der Verantwortung und in der Aufgabe, die ich hier habe, dass hier kein Durchbruch passieren konnte.
und ich brauche Vergebung. Ich weiß, ich habe die vom Herrn, aber ich brauche die von euch. Und wisst ihr, was Gemeinde bedeutet? Wir sind alle auf dem Weg. Wir haben ein paar Männer, die haben auch Probleme damit. Aber wir kommen dahin und gucken uns in die Augen und fragen uns immer mehr, geht's dir gut? Meine Frau ist die Erste, die das fragen darf. Kein Zweifel, lasst keinen Zweifel mehr zu. Fragt einfach, ihr Frauen, fragt, ihr Männer, lasst euch fragen. Aber ihr Frauen, Evi wird gleich auch noch was sagen. Ich kann nur so viel sagen, Gott ist gut und du wirst, kannst und du wirst frei davon, aber du musst dich radikal dieser Wahrheit stellen. Du musst radikal ehrlich werden. Du musst radikal aufstehen und sagen, das ist mein Ist-Zustand. Denn nur dazu kann sich Gott stellen. Wenn du denkst, du könntest da durcheiern, irgendwie und ja, ich habe da eine Last und ich brauche da Vergebung und übrigens, ich mache es nie wieder. Ich stehe heute hier, glaube ich, mit einem Zeugnis, was viele betrifft und berührt. Und ich kann noch nicht mal sagen aus meiner Kraft und ich mache es nie wieder. Ich muss vor meiner Frau sagen, ich bin gefallen, ich brauche deine Vergebung und ich kann dir noch nicht mal garantieren, ich mache es nie wieder. Ich habe ein paar Festlegungen, wo ich sage, wenn das passiert, das sind auch Leute an meiner Seite, wie hat mich, die helfen mir, wenn es passiert, stehst du auf, gehst sofort hin. Und selbst das ist passiert. Und dieser Aufstehen, und dann kommt Gnade aber, wenn deine Ehe in Ordnung kommt, weil dann kommt deine Frau, bevor du schon kommen kannst und sagst, alles okay? Nein, dann heißt es bekennen. Nein, es ist nicht alles okay. Und nein, ich kann nichts dafür tun, dass es besser wird oder gut wird. Ich kann nur bekennen. Vergib mir. Und du bist wirklich gelobt und gepriesen sei der Herr, wenn du zusammen unterwegs sein kannst mit dem Herrn. Weil ihr werdet, du und dein Partner, ihr kommt in diesen Situationen und es sind noch mehr in diesem Leben, die kommen werden, wo wir an Grenzen kommen werden, wo der eine den anderen baut, aufbaut, stützt, trägt. Das ist für mich mit eines in diesem Prozess der Offenbarung, dass die Frau mir ein Gehilfe ist. Denn sie hilft mir in diesen Dingen. Nicht, sie hilft mir ständig daraus und versucht mich zu kontrollieren und darf jetzt irgendwie. Wir vertrauen einander und Gott schenkt dieses Vertrauen. Nichts können wir dazu tun, aber wir haben es geschenkt bekommen. Wir haben das geschenkt bekommen und wir dürfen da drin leben. Und wir dürfen mehr in die Freiheit kommen und wir wollen mehr da drin leben. Und wir wollen das auch hier, deswegen stehe ich hier, so offen sagen, weil es so ein Thema ist. Und es ist kein Thema zwischen dir und Gott oder dir und dem anderen, dir und der Gemeinde, dir und deinem Umfeld. Du wirst nicht evangelisieren können. Du wirst nicht von Gottes Güte, Größe, Liebe, Kraft, Frieden erzählen können. Du wirst es nicht können. Das sage ich dir, weil ich es weiß, weil ich es erlebt habe. Und das ist kein Erfahrungswert. Das kannst du so biblisch begründen. Das ist nicht möglich, dass wenn du in Falschheit bist. Hat gestern so schön gesagt, bei mir ist er hier, der Heilige Geist. Wisst ihr, wie es hier drin abging, als ich in diesen Sünden verharrte oder lebte? Den Tag danach meistens am elendesten. Aber was ich heute für mich, ist für meine Interpretation, dass ich sage, es heißt und steht geschrieben, der Heilige Geist zieht sich zurück. Aber es steht auch, der Heilige Geist wohnt in mir. Wenn er sich in mir zurückziehen wird, kennt ihr das, wenn sich einer so in so eine letzte Ecke rein zurückzieht? Ich habe das gefühlt. Ich durfte das sehen und erleben in mir drin, dass sich dieser Heilige Geist anfängt zu winden, weil er da bleiben muss. Und ich stehe heute da und sage, nee, das machen wir nicht mehr. Ich will das Gefühl nicht mehr haben. Aber ich brauche dich, Heiliger Geist, der mich da anleitet. Und er ist treu und gerecht und kommt. Er vergibt gerne und er baut auf und er führt mich und er leitet und er lenkt. Und du stehst da und kannst sagen, ich bin frei. Ganz einfach, Punkt aus, ich bin frei. Warum? Weil Gott mich frei macht. Weil er mich führt, weil er mich leitet. Gott ist gut.
Amen. Nochmal guten Morgen. Sowas will keiner erleben. Sowas will keiner fühlen. So will keiner gekränkt werden. Wenn das Vertrauen erschüttert wird, gerade da, in diesem in der Ehe, wo man sich hingibt, wo man sich einander anvertraut. Das ist sehr, sehr hart. Aber Gott ist gut. Und ich durfte lernen in der Zeit, vertraue nicht auf deinen Verstand. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Wir sind 15 Jahre verheiratet, 14 Jahre hatten wir wirklich Kämpfe, intensivst die letzten zwei. Eigentlich wollten wir schon immer daraus. Ja, und ich sage wir, weil ich mit im Boot sitze. Vier Frauen sitzen mit im Boot. Das ist, Dennis hat mal gesagt, da war ich in einem Loch. Das ist mein Kampf. Ich habe gesagt, hey, sag mal, ich sitze mit dir da drin im Boot. Denkst du wirklich, das ist dein Kampf? Ich bin da mit dabei. Ich will es nicht, aber ich bin mit dabei. Und als dann der Durchbruch kam, im speziell, sehr speziell, wirklich Vorbereitungszeit vor 2 Jahren, im vergangenen Jahr intensivst, und ich habe echt gedacht, war das alles falsch, was wir gelebt haben? War das alles unecht? War das alles Lüge? Waren das alles falsche Gefühle und Empfindungen einander, die wir hatten? Was war das denn? Wirklich, der Boden wird einfach weggezogen. Es ist einfach so. Das ist erstmal die Realität, die wir als Frauen auch empfinden. War das alles unecht? Ja, wer bin ich denn? Wer bin ich denn als Frau? Wer ist denn er? Wir mussten völlig neu sortiert werden. Völlig neu. Aber wir haben erlebt, wie Gott treu ist und uns hilft und uns ermutigt, uns auffängt. Wir haben auch manche Geschwister erlebt, die gesagt haben, wie eklig. Von denen mussten wir uns ein bisschen abwenden. Weil wir haben Ermutigung gebraucht und Trost. Also auch da haben sich dann tatsächlich buchstäblich die Geister geschieden. Als Dennis dann bekannt hat vor der Gemeinde, wurde mir der Boden unter den Füßen weggezogen. Ich dachte, ja, ich habe gar nichts mehr gedacht. Ich dachte, Herr, schlimmer geht's gar nicht mehr. Schlimmer, es kann gar nicht schlimmer gehen. So demütigend, so, ja. Aber Gott ist da, der meine Würde, meinen Wert und meine Würde wiederhergestellt hat. Aber ich musste mich entscheiden, das zu tun, als Frau. Und ich habe mich entschieden, relativ schnell zu danken für meinen Mann, den er mir an die Seite gestellt hat. Denn er hat ihn mir an die Seite gestellt. Und ich wollte für ihn eine gute Gehilfin sein. Ja, das Vertrauen musste definitiv neu aufgebaut werden. Aber ich kann sagen, um es jetzt einfach kurz zu machen. Wir haben viel erlebt, wir haben viel geweint. Wir haben geredet wie nie zuvor. Ich habe viel Angst gehabt, aber ich wusste, Angst ist der Meister aller Geister, aller schlechten Geister. Und ich habe den Heiligen Geist in mir, der mich leitet und der mir hilft und der wiederherstellt. Und ich bin eine Königstochter und der Herr ist mein Herr, der Herr ist mein Ehemann, das steht so kein Wort. Der Herr ist mein Ehemann. Und wir dürfen mehr und mehr Wiederherstellung erleben, Heilung in unserem Herzen. Aber das hat was damit zu tun, das Wort kennenzulernen, wie Jesus über uns denkt. Und ich habe meinen Wert, ich habe dem absagen müssen, meinen Wert von meinem Mann abhängig zu machen, für ihn gut auszusehen, für ihn zu funktionieren, die Augen zuzumachen
Angst zu haben, die Wahrheit zu hören. Und Gott ist der, der frei macht. Und wir dürfen gerade jetzt an Qualität in unserer Ehe und Vertrauen und Nähe und Hingabe aneinander so neu schätzen lernen, wie wir das in den ganzen letzten Jahren niemals erlebt haben. Und das hat aber immer wieder was damit zu tun, dass ich mich Gott zuerst hingebe und ihm und seinem Wort vertraue. Ich habe mich vor wenigen Jahren entschieden, eine Frau zu sein, die schnell vergibt. Egal, wer mich verletzt, ich wollte schnell vergeben. Weil ich genau wusste, ich bin derjenige, der das schleppt. Nicht der andere. Der andere für andere Dinge vielleicht, aber ich schleppe diese Last in mir. Und dann habe ich gekämpft. Ich vergebe! Nein, ich vergebe. Ich habe mich festgelegt, ich vergebe. Und das ist Kampf. Das ist kein Spaß, das ist Kampf. Aber Gott kommt und er hilft und er baut mich auf. Und ich durfte ganz viel Heilung auch im Lobpreis erleben. Wo du überhaupt denkst, hey, bin ich es überhaupt wert, hier vorne zu stehen? Bin ich überhaupt das wert, Herr? Und doch, der Herr sagt, ich gebe dir den Wert. Nicht du selbst dir oder dein Mann dir oder irgendeiner aus der Gemeinde dir oder wer auch immer. Ich bin der, der deinen Wert dir gibt. Und so kann ich euch nur ermutigen, Frauen, vergebt schnell. Egal, was eure Gefühle sagen. Die Gefühle und der Verstand sagt, ich habe das Recht, verletzt zu sein. Ich habe das Recht, oh ja. Und überhaupt ist jetzt Abstand angesagt. Oh ja, ich habe das Recht, ich. Aber ich habe meine Rechte abgegeben. Und deswegen habe ich das Recht, mich vom Herrn heilen zu lassen. Ich habe immer wieder die Entscheidung, wie schnell. Aber wenn ich sage, Herr, nimm mich, fang mich auf, halt mich fest, tröste mich, füll meinen Mangel und danke für meinen Mann. Ja? Ey, ohne Scherz. Aber das ist ein Lebensstil geworden. Und ich kann nur sagen, das tut gut. Weil gehorsam sein hat nicht was damit zu tun, okay, ich bin bereit, gehorsam zu sein. Ja, ich bin jetzt bin ich soweit. Nee, gehorsam sein heißt, ich habe verstanden, was Jesus für mich getan hat. So denke ich, so glaube ich. Deswegen will ich jetzt gehorsam sein und vergeben, weil ich nämlich erwarte, dass er mir sofort vergibt, wenn ich komme und ihn um Vergebung bitte. Deswegen möchte ich nicht dieses Recht in Anspruch nehmen und zum Beispiel meinem Mann eben nicht vergeben. Und mich suhlen in, wie schrecklich. Gott ist gut, er ist treu und er stellt wieder her. Er liebt es, Ehen wiederherzustellen. Das ist sein Prinzip. Er liebt Ehen. Ehen ist was Heiliges. Und alles, was er sich da drin ausgedacht hat, ist heilig. Und es ist gut. Und wenn wir das entdecken und erleben und Heilung und Wiederherstellung erleben, das ist mega. Ja. Aber wichtig ist, reden. Reden. Ich habe jahrelang die Augen zugemacht, aber als ich mich entschieden hatte zu reden und schnell zu vergeben, weil ich nämlich auch Mist mache manchmal und erwarte, dass mein Mann mir dann auch schnell vergibt und nicht nachtragend ist. Deswegen redet miteinander und redet miteinander mit Gott. Halleluja. Das Evangelium ist real und kraftvoll. Halleluja. Jetzt wollen wir noch ein bisschen ins Wort gucken. Ich verspreche, dass es nicht so lang wird wie schon andere Male in diesem Seminar.
Und wir werden uns eine ganz, ganz interessante, wichtige Passage im Worte Gottes anschauen. Und das ist jetzt nicht noch so ein kleiner Nachschlag, sondern das ist eigentlich das Zentrum von der ganzen Botschaft: Leben im Sieg. Sieg über Sünde. Lass uns einmal zu Sprüche Kapitel 2 gehen. Da haben wir eine ganz, ganz praktische Anleitung, wie wir Sieg haben können. Sprüche Kapitel 2. Halleluja. Bevor ich den Text lese, will ich darauf aufmerksam machen, dass das eine bestimmte Struktur hat, dieser Text. Und da kommen dreimal das Wort wenn vor. Und dieses wenn betrifft uns. Und nach dreimal wenn kommt einmal dann. Und dieses dann betrifft den Herrn. So, wenn du, wenn du, wenn du, dann ich. Das ist die Struktur von diesem Text. Jetzt hört doch mal zu. Mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst und meine Gebote bei dir bewahrst, sodass du der Weisheit dein Ohr leihst und dein Herz der Einsicht zuwendest, wenn du um Verständnis betest, wenn du um Einsicht flehst, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forschst wie nach Schätzen, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen. Vielleicht erstmal bis hierhin, nachher werden wir noch ein bisschen weiterlesen. So, hier sagt der Herr, wie der Weg ist, um ihn wirklich kennenzulernen. Und das hat nur zu tun mit unserem Herzen und mit dem Wort. Und er will, dass wir auf eine ganz intensive Weise uns dem Wort hingeben. Und das ist viel, viel mehr als jeden Morgen so nach Bibelleseplan deine Pflichtpassage zu lesen. Dann bist du durch und hast es abgehakt und freust dich, dass du deinen Bibelleseplan erfüllst. Ich sage nichts gegen Bibelleseplan, aber es braucht mehr als nur den Text lesen, Buch zumachen und das war's jetzt. Ja. Sondern wir sollen diese Worte annehmen. Du kannst den Text lesen, ohne die Worte anzunehmen. Und das wird dir nichts nützen. Wir sollen das, was wir lesen, annehmen und sagen, ja, du hast recht und ich habe wieder mal nicht recht. Und das ist die Wahrheit und das ist gut und das soll mein Leben sein. Und ich unterwerfe mich dir und ich will, dass diese Worte, deine Worte, mein Leben beschreiben, dass sie das darstellen. Dass mein Leben das darstellt, was du gesagt hast. Ich will in deine Ordnungen kommen. Schau mal, hier gleich im zweiten Vers geht es um die Gebote. Und so viele Male, wenn Menschen, auch Christen, wenn sie von Gebote hören, dann kommt eine Abwehrreaktion und dann kommt irgendwie diese Idee, Gebote, nee, Gebote, das ist nicht gut, das engt mich ein, das raubt mir meine Freiheit. Das ist die Stimme der Lüge. Die Gebote Gottes engen dich nicht ein, sondern sie geben dir weiten Raum für ein Leben in Freiheit und im Gehorsam und in Reinheit und in Einheit mit dem Herrn. Gebote Gottes sind gut. Die Gebote erfreuen das Herz, sagt die Schrift. Ja? So, Gebote sind etwas Gutes. Wenn wir uns wirklich denen hingeben und sagen, das kommt von Gott und das ist wahr. Und da ist so viel Trost drin, so viel Belebung, so viel Erfrischung. So, Gott ruft uns und wir sollen hören, was sind seine Gebote, was will er von mir, wie will er, dass ich mit anderen Menschen umgehe, wie will ich, dass ich mich in der Gemeinde benehme, wie will er, dass ich mich auf der Arbeit benehme, was sind die Ordnungen Gottes? Und diese Auflehnung gegen die Gebote Gottes nimmt manchmal ganz skurrile religiöse Formen an und Leute fantasieren sich hinein in eine falsche Gnade, wo gar keine Gebote mehr da sind. Und Gebote ist der alte Bund, aber wir sind jetzt im neuen Bund und wir sind frei. Ja, wir sind frei zu gehorchen.
Dafür sind wir befreit. Wir sind befreit, den Willen Gottes hier zu tun und uns in seinen Ordnungen zu erfreuen, wo wir uns entfalten können und wo die Sünde uns nicht mehr knechten kann und binden kann. Halleluja. Und wir sollen unser Herz bringen. Eine Schriftstelle sagt, bring dein Herz zur Zucht. Das ist Disziplin, Training, Unterweisung. Unser Herz will manchmal in eine andere Richtung. Und wir bringen unser Herz zum Herrn und sagen, hier ist es. Und jetzt präge es und jetzt fülle es und tu du dein Werk. Tu du das, was du tun musst mit meinem Herzen. Änder mein Herz, änder meine Gesinnung, änder meinen Geschmack. Hilf mir, dass ich liebe, was du liebst und dass ich mit aller Kraft und aller Entschiedenheit hasse, was du hast. Und das kommt nur zustande, wenn wir intensiv im Wort graben und forschen. Hier heißt es, wenn du sie suchst, diese Einsicht, das Verständnis, wenn wir das suchen wie Silber. Und du musst dich mal ein bisschen kundig machen, wie man früher Silber gesucht hat. Da stehen wir heute staunend davor und sagen, wow, was haben die sich für Mühe gegeben. Silber, in Zegene, im Erzgebirge, die Silberadern waren nicht dicker als ein Finger. Ja, wir denken wie so ein Kohleflöz, 2x2 Meter oder so, nein, wie ein Finger so dick. Und was haben die sich Mühe gemacht, um das Gestein rauszuholen? Ganze Berge findest du da im Erzgebirge, die einfach nur Halden sind von Gestein, was rausgeholt wurde, um irgendwann mal die Hoffnung zu haben, auf so eine Silberader zu kommen. Und dann hoffentlich ist die nicht nur 30 Zentimeter lang, sondern 3 Meter. Und dann kann man die ausbeuten und dann kriegt man Lohn für diese Mühe. Was haben die sich für Mühe gemacht und wie wenig Technik im Vergleich zu heute hatten die damals gehabt. Das war Knochenarbeit, dieser Bergbauer. Aber Silber war ihnen so wichtig, dass sie diese Arbeit auf sich genommen haben. Und das sagt der Herr hier, wir müssen graben, forschen und deswegen müssen wir uns verabschieden von dieser Idee. Es ist alles ganz leicht und ganz einfach. Und da sind heute Leute, die warnen vor Anstrengung, die warnen vor toten Werken. Und wenn du dich anstrengst, nein, nein, das ist nicht richtig, dann bist du unter dem Gesetz. Solche Dinge werden heute gelehrt, weil man die Gnade nicht wirklich versteht und weil man denkt, Gnade hat nichts mit Anstrengungen zu tun. Wir verdienen Gnade. Nein, aber wir müssen uns positionieren, dass Gott uns Gnade schenken kann. Halleluja. So, wir wollen fleißig sein und wir wollen da hineingehen. Und wir glauben diesen Lügen nicht, weil das nicht das Wort Gottes ist. Wenn uns eine mühelose Geistlichkeit oder ein müheloses geistliches Leben versprochen wird, ja, das ist so der Slogan, effortless spirituality, ohne Mühen, das geht alles von ganz alleine. Und wenn du dich anstrengst, dann bist du schon wieder im Gesetz. Ihr Lieben, das ist nicht, was Gott sagt. Und sagt, ja, aber das ist ja hier im Alten Testament. Und was ist im Neuen Bund? Fleiß ist die erste Eigenschaft, die gefordert wird, um in die Segnungen, die er für uns bereitet hat, ohne dass wir die verdient hätten, um in diese Segnung hineinzukommen. Fleiß ist das allererste, was Petrus aufzählt. Er sagt, alles, was zum gottseligen Leben notwendig ist, ist uns alles gegeben worden durch die Erkenntnis Christi. Darum wendet allen Fleiß an. Und deswegen ist das hier nicht alter Bund und dann im neuen Bund kommt das nicht vor. Es ist genau das Gleiche. So, dieses Leben des Suchens, des Grabens, des Forschens, Zeit verbringen, beten, den Heiligen Geist einladen und Fragen stellen, was das wirklich bedeutet und was er da sagen will, damit wir wirklich von ihm gelehrt werden. Und wenn wir diesen Lebensstil, der auch Zeit beinhaltet, immer wieder, wenn wir diesen Lebensstil einüben, dann, und nicht vorher, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen. So, da siehst du, das ist kein Verstehen im Sinne von, ich höre jetzt ein Teaching über Furcht des Herrn und dann weiß ich, was Furcht des Herrn ist. Ja?
Dafür brauche ich ja keine Mühe, da sitze ich nur eine halbe Stunde, höre zu und dann abgehakt. Jetzt weiß ich auch, was Furcht des Herrn ist. Davon redet er nicht. Er redet davon, dass Furcht des Herrn dich packt, eine Realität wird in dir und du wirklich das lebst und das wirklich lebendig ist in dir. Dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen. Vorher nicht. Du wirst nicht die Furcht des Herrn verstehen. Du kannst hunderte von Predigten hören über die Furcht des Herrn. Wenn das nicht dein Lebensstil ist, du hörst Wörter, aber bekommst keine geistliche Substanz. Das gibt es nur auf diesem Weg hier. Und wenn die Furcht des Herrn kommt, dann kommt die Erkenntnis Gottes. Ohne Furcht des Herrn gibt es keine Erkenntnis Gottes. Mir ist egal, wie viele Jahre jemand studiert und auf Bibelschulen geht und Seminare besucht. Wenn Furcht des Herrn nicht in seinem Leben ist, er wird keine echte Erkenntnis Gottes bekommen. Er wird Ideen über Gott bekommen, aber nicht wirklich diese geistgewirkte, lebendige Erkenntnis, die nämlich Kraft hat, dich auf eine andere Art und Weise leben zu lassen. Das ist der entscheidende Punkt. Erkenntnis Gottes aus dem Heiligen Geist setzt Kraft frei, die dich befähigt, anders zu leben. Und das ist, was wir brauchen. Das ist, was wir alle brauchen. Und wir denken, wir kennen den Herrn, aber Paulus sagt, seht zu, wie ihr wandelt. Und wenn der Wandel nicht passt mit Gottes Standard, dann stimmt da etwas nicht. Und heute ist ja die Stunde hier der Bekenntnisse. Dann mache ich gleich mal weiter. Ich war im geistlichen Dienst, Pastor. Und Nacht für Nacht, wenn alles schlief, schlich ich wieder zurück ins Wohnzimmer, holte die Fernbedienung und hetzte durch die Kanäle in Windeseile. Und was ich gesucht habe, habe ich gefunden, jedes Mal. Bilder, für die ich mich so schäme. Und das ging eine ganze Weile. Und ich fühlte mich hundeelend danach, habe Buße getan. Und ein paar Tage später ging das Spiel wieder von vorne los. Genau wie Dennis das auch beschrieben hat. Und eines Tages sprach der Heilige Geist ganz, ganz laut und deutlich in meinem Herzen. Nicht akustisch, ich habe nicht die akustische Stimme Gottes gehört, aber in meinem Herzen war vollkommen klar. Und er fragte mich, wie das sein kann, dass ich ein Diener Gottes bin und gefallen habe an Dingen, die er hasst. Wie kann das sein? Wie passt das zusammen? Wie geht das? Wie kann ich sagen, ich diene dem Herrn, ich bin Pastor, ich bin geistlicher Leiter und ich finde Gefallen an Dingen, die er total hasst und verabscheut. Wie geht das? Und der Heilige Geist war so dran und so energisch und er wollte eine Antwort haben und ich hatte keine Antwort. Und ich habe überlegt und ich habe lange überlegt. Und dann kam meine Antwort, wie kann das sein, dass ich an dieses Buch glaube, dass ich meine, diesem Gott zu dienen und gleichzeitig an etwas gefallen habe, was er total furchtbar findet. Und weißt du, wie meine Antwort war? Weil ich ihn gar nicht kenne. Weil ich ihn nicht kenne. Und das hat eine neue Dimension für mich eröffnet, jetzt Gott zu suchen und Gott kennenzulernen. Und mich danach auszustrecken, Herr, gib mir ein Herz, das liebt, was du liebst und das hasst, was du hast. Und dieses Gebet habe ich bekommen aus Hebräer 1, 9, wo Jesus beschrieben wird, du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Und ich bin ja Nachfolger Jesu, ich soll ja in sein Bild verwandelt werden und ich soll ihn ja nachahmen. Also muss ich ja beten, hilf mir zu lieben, was du liebst und zu hassen, was du hast. Und das ist der Beginn dieser Reise in die Furcht des Herrn. Weil Furcht des Herrn ist ja ein Herz zu haben,
dass Gott erfreuen will, dass ihn so liebt, und nur das ist echte Liebe, ihn so liebt, dass ich ihn nicht mehr beleidigen und kränken und betrüben will. Das ist die Furcht des Herrn, das ist die Gesinnung Jesu. Ich tue allerzeit, was ihm gefällt. Und so wie Jesus sollen wir auch gesinnt sein, sagt Paulus. So, wenn wir anfangen, in diese Richtung zu gehen, dann kommen wir langsam hinein in die Furcht des Herrn. Und die Furcht des Herrn ist so kostbar, ihr Lieben, die ist so wichtig. Wenn du das noch nie studiert hast, dann rate ich dir dringend, dass du ein Bibelstudium machst und alle Schriftstellen anschaust über Furcht des Herrn, Furcht Gottes, Gott fürchten. Alle Bibelstellen anschaust in der Bibel. Und wenn du damit fertig bist, dann schrumpf deine geistliche Wunschliste. Was du alles meinst, was du brauchst und was du möchtest und die Salbung und die Gaben und den Dienst und dies und das und jenes. Deine lange Liste schrumpft zusammen auf eine einzige Sache. Ich brauche die Furcht Gottes, weil darin ist alles enthalten. Da ist der Segen für deine Beziehungen, deine Ehe, deine Kinder, sogar der Segen deiner Kinder, wenn sie dann erwachsen werden, hat etwas mit der Furcht des Herrn zu tun. Deine Finanzen, dein Dienst, alles ist gesegnet und ist enthalten in diesem wunderbaren Schatz der Furcht des Herrn. Und jetzt will ich auf eine besondere Segnung der Furcht des Herrn hinweisen, die hier eben mit unserem Thema zu tun hat, ganz zentral, Sprüche 14, Vers 27. Die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens, um die Fallen des Todes zu meiden. Die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens, um die Fallen des Todes zu meiden. Ihr Lieben, da draußen ist ein Teufel. Und wenn du dich entschieden hast, ich will Jesus dienen, dann ist das, wie wenn eine Zielscheibe auf dein T-Shirt oder dein Hemd oder deine Bluse gemalt ist. Und du bist im Schussfeld des Teufels. Mit lauen Christen hat er kein Problem, die sind alle auf seiner Seite. Aber mit Christen, die sagen, ich will Gott gefallen, koste es, was es wolle. Ich will ihm dienen, ich will ihn ehren, ich will so ihn lieben, wie die Schrift es sagt. Solche Leute werden eine Zielscheibe des Teufels und er wird alles Mögliche versuchen, dich zu entmutigen und dich abzubringen. Und er wird in seiner List Fallen dir stellen, die so raffiniert sind. Glauben wir, dass der Teufel cleverer ist als wir? Glauben wir, dass der mehr drauf hat als wir? Glauben wir das? Wir und der Teufel, wir haben keine Chance gegen ihn. Null Chance. Aber Gott kann unser Schutz sein. Gott kann unsere Weisheit sein. Gott kann unser Führer sein. Und Gott ist mächtiger und größer und weiser als der Teufel. So, wir brauchen Gott auf unserer Seite. Und wenn er uns führt, dann vermeiden wir die Fallen des Todes, die der Teufel uns gestellt hat, um uns zu Fall zu bringen und unser geistliches Leben zu zerstören. So, lasst mich ein, zwei Fallen des Todes einmal nennen. Zum Beispiel hier haben wir 1. Timotheus 6, Vers 9. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige, schädliche Begierden. Das fängt alles an mit diesem doch selbstverständlichen Wunsch, ich will reich werden. Wir denken, das ist doch völlig normal. Ich habe ganz viel mit diesem Ding zu tun, drüben im Osten, in Russland, in Kirgisistan. Weil da so viele Gläubige sind, die glauben, dass sie glauben, aber in Wirklichkeit glauben sie, ich muss nach Kanada, da liegt das Geld auf der Straße. Natürlich nur für meine Kinder, das versteht sich, damit die ein besseres Leben haben. Und reihenweise packen dort auch geistliche Leiter ihre Koffer, verlassen ihre Herde und ziehen ins gelobte Land, weil da ist das Leben so einfach. Und wenn ich dann komme und auf diese Dinge hinweise, dass das eine riesige Täuschung ist, dem Geld hinterherzulaufen, zu denken, ja, Gott ist ja dazu da, mich glücklich zu machen, ja, dann werden sie noch böse und sagen, du kommst aus dem Westen, du hast ja keine Ahnung, wie es ist, hier zu leben. Ich sage, es geht nicht darum, ob ich aus dem Westen komme oder aus dem Süden, es geht um das Wort. Und das Wort sagt, wenn du reich werden willst,
Gott hat nichts, gar keine Probleme damit, wenn er dich segnet und du reich wirst. Es geht nicht um wenig oder viel haben. Ja? Abraham war der reichste Mann im Nahen Osten. Gott hat gar kein Problem damit, ja? Menschen reich zu machen. Das Problem ist, wenn wir reich werden wollen. Ja? Es gibt sogar Christen, habe ich gehört, hat schon mal ein, zwei gesprochen, die spielen Lotto. Das ist ein Witz. Ja? Merken die gar nicht, dass sie dadurch überhaupt nicht an das Wort glauben. Wenn Gott dich segnen will, wenn Gott dir eine Million schenken will, dann macht er das, ohne dass du jede Woche deine Kreuze im Lottoschein machst und rennst dahin und gibst da so viel Geld aus, wenn du das gespart hast. Die letzten 20 Jahre, da können sie dir schon sonst was leisten. Man muss das Glück herausfordern. Was für eine Idee. So, sie fallen in unvernünftige, schädliche Begierden, jetzt geht es ja noch weiter, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Schau mal, ein kleiner Wunsch am Anfang und am Ende Verderben und Untergang. So, wenn du das Wort Gottes glaubst, dann, und das würde dich betreffen, dann musst du diesen Wunsch, ich will reich werden, den musst du töten. Wenn du von diesem Wunsch getrieben wirst und immer nur guckst, wo ist der bessere Job und wo kann ich mehr verdienen und wo kann ich mir mehr leisten, du wirst in Probleme kommen, in massive Probleme. Aber das ist nur eine Falle des Todes und es gibt andere auch. Und es gibt die auch im geistlichen Bereich. Ich habe das aus nächster Nähe, ich stand daneben, gesehen, wie ein sehr hoffnungsvoller, sehr gesalbter Lobpreisleiter, der aufgestiegen ist wie ein Komet und innerhalb von kürzester Zeit sang im ganzen Land die Gemeinden seine Lieder. Aber er war nicht vorbereitet auf den Erfolg und hat die Ehre, die er bekommen hat. Und wenn man Dienst tut und Leute sind gesegnet, dann bekommt man Ehre. Aber wenn man diese Ehre nicht weiterreicht an Gott, sondern auf das eigene Konto bucht, dann ist der Untergang vorprogrammiert. Und er konnte damit nicht umgehen und hat Ehre von Menschen gesucht und genommen und ist jämmerlich abgestürzt. Und hat seinen Dienst verloren und das, was er damals hatte, hat er nie wieder bekommen. Obwohl er dann, ich weiß nicht genau, wie detailliert und wie wahrhaftig er Buße getan hat, aber er hat das nie wieder bekommen und man hört nichts von ihm und ihr würdet den Namen gar nicht kennen. Dieses Verlangen nach Ansehen, nach Aufmerksamkeit, nach Ehre, nach Anerkennung ist wirklich ein großes Problem. Eigentlich, genau genommen, gibt es nur vier Kategorien, wo die Fallen des Todes auf uns warten. Das ist Geld, illegaler Sex, Ehre und Macht. Das sind die vier Sachen. Da sind die Fallen des Todes. Und je nach Persönlichkeit werden die dann speziell auf dich zugeschnitten. Und da sitzt der Feind in der Busch und wartet, dass du in diese Fallen tappst. Aber wenn du klug bist, dann bist du nicht wie ein Unwissender oder ein Ungläubiger, ja, der keine Ahnung hat von den Fallen des Todes und der mit schlafwandlerischer Sicherheit von einer Grube in die nächste fällt. Der Weg der Gottlosen ist wie das Dunkel. Sie erkennen nicht, worüber sie stürzen. Das ist, was die Bibel sagt über den Gottlosen. Und bitte definiere nicht gottlos als jemand, der überhaupt nicht gläubig ist. Es gibt auch viele gottlose Gläubige. Und wir sind immer dann gottlos, wenn unser Herz nicht verlangt nach Reinheit, nach Klarheit, nach Gehorsam, nach Ehrerbietung und Ehrfurcht vor Gott. Wenn das nicht mehr da ist, werden wir gottlos, mitten in der Gemeinde. Mitten während du die Hände hebst und in Zungen singst, kannst du gottlos werden. Weil das eine Frage deines Herzens ist. Aber wir als Kinder Gottes, wir können bewahrt werden vor den Fallen des Todes. Was für ein Privileg. Halleluja. Und wir sind doch klug und das nutzen wir. Wenn du länger als 10 Jahre Christ bist, dann kennst du andere Geschwister, die jämmerlich abgestürzt sind und sich nie wieder erholt haben.
Es gibt Pastoren, die verkaufen heute Versicherungen oder Autos, weil sie in diese Fallen des Todes getappt sind und dann nie wieder rausgekommen sind und alles verloren haben. Und deswegen sind wir klug. Und wenn der Herr sagt, dein Herz trachte täglich nach der Furcht des Herrn, zugegeben, von 7 Tagen in der Woche gibt es nicht 7 Tage, an denen ich bete, Herr, lass mich wachsen in der Furcht des Herrn. Aber es ist ein Gebet, dass ich sehr, sehr, sehr viel bete. Und immer wieder bete ich dieses Gebet. Und ich will dranbleiben und ich will das erfüllen, was hier gesagt wird. Dein Herz trachte täglich nach der Furcht des Herrn. Wenn du dich ausstreckst nach der Furcht des Herrn, wenn das dein Fokus geworden ist, dann wirst du wachsen in der Furcht des Herrn. Und du wirst Erkenntnis Gottes gewinnen und viele, viele wunderbare Dinge werden in deinem Leben passieren, die niemals passieren würden. Und egal, wenn du 10 Jahre auf Bibelschulen gegangen wärst. Halleluja. Und deswegen, junge Leute, ihr müsst auch nicht traurig sein, oh, ich habe einen Job und ich komme da nicht raus. Oder die jungen Mütter, ich bin jetzt gebunden durch die Familie, ich würde so gerne investieren in mein geistiges Leben, ich würde so gerne auf die Bibelschule gehen, aber leider kann ich nicht. Deine Bibelschule ist da, wo Gott dich hingestellt hat. Da ist deine Bibelschule. Und die ist geöffnet jeden Morgen. Und da suchst du den Herrn und nimmst das Wort Gottes und erstellst dich deiner Leiterschaft und machst dich nützlich in deiner Gemeinde. Und wenn du dieses Herz hast, dann wird Gott dich ausbilden und trainieren und du wirst ein Segen werden. So wird es gehen. Halleluja. Dank sei Gott für Bibelschule, aber es gibt Leute, die sind in Umständen, die können gar nicht in Bibelschule gehen und sie sind nicht benachteiligt. Wir müssen nicht denken, oh, die jungen Leute, unverheiratet, die sind frei, die können gehen. Nein, nein, nein. Du kannst heute in die Bibelschule Gottes einschreiben. Und die Gebühren sind hoch. Es kostet dich alles. So, wir können bewahrt werden vor den Fallen des Todes. Also, der nächste Punkt, ja, wie meidet man die Fallen des Todes? Ganz praktisch, ja, wir haben gehört, durch die Furcht des Herrn. Okay, aber geht es noch ein bisschen präziser, geht es noch ein bisschen konkreter? Das ist schon mal ein genialer Anfang, wenn wir überhaupt solche Fragen stellen. Viele, viele Gläubige stellen sich diese Frage gar nicht. Wie meidet man die Fallen des Todes? Da ist große Weisheit drin. Einfache Fragen, grundlegende Fragen zu stellen und dann die Antworten in der Bibel zu suchen, da ist große Weisheit. Da brauchst du keinen Doktortitel, sondern du brauchst einfach nur deinen Verstand einzuschalten. Das haben wir ja schon alle gelernt in der Sesamstraße. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Und wir wollen nicht dumm bleiben, sondern wir wollen Erkenntnis gewinnen. Und deswegen stellen wir die richtigen Fragen und suchen die Antworten im Text. Nicht irgendwo anders auf YouTube, bitteschön. Im Text sind die Antworten. Amen. Also, die Frage, wie man die Fallen des Todes meidet. Sprüche 16, Vers 6. Durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. Da sind die Fallen und das sind ja immer böse Dinge. Sex, illegaler Sex, Geld, Power, Ansehen, Ehre, das sind die bösen Fallen und die meiden wir durch die Furcht des Herrn. Sprüche 8, Vers 13. Die Furcht des Herrn bedeutet, Böses zu hassen. Die Furcht des Herrn bedeutet, Böses zu hassen, Hochmut und Stolz und bösen Wandel und einen ränkevollen Mund, das hasse ich. Hier zeigt Gott sein Herz. Und es gibt viele pazifistisch eingestellte Christen, wenn sie was von Hassen hören, sagen, das ist nicht gut, das ist nicht mein Ding, ich bin ein Kind des Friedens, ich bin ganz nett. Wenn du nicht lernst, das Böse zu hassen, dann bist du weit weg von den Ordnungen Gottes und von den Wegen Gottes, weit weg. Weil ich hatte ja schon gesagt, Jesus hasst das Böse. Wir sind seine Nachahmer. Also haben wir doch den Auftrag. Und das finden wir ganz klar im Wort Gottes. Ihr, die ihr den Herrn fürchtet, hasst das Böse. Wenn du den Herrn fürchten willst, musst du lernen, das Böse zu hassen. Ja. Und im Neuen Testament genau das Gleiche. Verabscheut das Böse.
die Liebe sei unverfälscht, verabscheut das Böse. Wenn die Liebe echt werden soll, müssen wir lernen, das Böse zu verabscheuen. Sonst ist die Liebe nicht echt. Es ist ein religiöses, nettes Imitat, wozu die Welt dennoch applaudieren wird. Aber die Liebe Gottes ist anders. Verabscheut das Böse. Und das ist ja der Schlüssel, ihr Lieben. Es ist einfach so. Bedenk mal dein praktisches Leben. Das, was du hast, also hassen tust, sage ich mal, ja, das meidest du. Zum Beispiel früher habe ich den Zahnarzt gehasst. Ja, was war das Resultat? Ich bin jahrelang nicht zum Zahnarzt gegangen. Und wer hat dafür den Preis bezahlt? Ich. Das ist Dummheit. Ja? Aber trotzdem das Prinzip, das, was du hast, das meidest du. Und da brauchst du auch keine fremde Hilfe. Da brauchst du keinerlei Unterstützung von anderen, die dir sagen, halt durch, Bruder, bleib dabei, das Ding zu meiden und sei fest, mach keine Kompromisse. Du brauchst niemanden, der dich unterstützt. Wenn du etwas hast, dann machst du einen Bogen darum. So ist es. Ist ganz einfach. Und deswegen ist das der Schlüssel, dass wir lernen, die bösen Dinge zu hassen. Und das kann nur Gott tun. Nur Gott kann uns verändern. Und wenn wir jetzt Zeit hätten, würde ich mein Beispiel wiederbringen, was ihr alle schon kennt, von dem Ekelessen, wozu uns jemand einladen will. Aber wir hassen dieses spezielle Essen. Keine 10 Pferde kriegen uns dahin. Nur über meine Leiche, sagen wir. Wir rühren das nicht an, wir werden das nicht tun. Ja? Weil der Hass eine starke Kraft ist und wir meiden das Zeug und kriegen die Kurve. Halleluja. Lass uns jetzt noch mal zu Sprüche 2. Es muss noch deutlicher werden, es muss noch praktischer werden. Und wir werden uns gleich die werden jetzt medizinisch werden. Wir schauen uns die Anatomie eines Sündenfalls an. Das kann man sezieren und man kann sagen, aha, so und so und so und so ist das im Detail. Das wollen wir uns anschauen. Wir gehen aber erst zu Sprüche 2 noch einmal zurück und schauen uns hier Vers 10 an. Und Vers 11, wenn die Weisheit in dein Herz kommen wird, und die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit, ja? Wenn die Weisheit in dein Herz kommt, durch die Furcht des Herrn, und die Erkenntnis deiner Seele gefällt, dann wird Besonnenheit dich beschirmen und Einsicht dich behüten, um dich zu erretten von dem Weg des Bösen. Besonnenheit wacht über dir. Ihr Lieben, einer der Titel des Heiligen Geistes ist der Geist der Besonnenheit. Und der will wachen über uns und dem müssen wir erlauben zu wachen über uns. Und er wird uns bewahren. Er wacht über uns. Halleluja. Und wenn wir in Gemeinschaft mit ihm sind und in Gemeinschaft mit ihm bleiben und nicht erlauben, dass wir aus dieser Gemeinschaft ausbrechen, dann wird er seine Pflicht erfüllen und er wird wachen über uns. Und er wird uns rechtzeitig warnen. Der Heilige Geist überführt nicht nur von Sünde, das tut er, dank sei Gott, aber er will uns auch bewahren vor Sünde. Das ist noch eine Klasse besser. Halleluja. Halleluja. So, lass uns das anschauen. Wollen wir diese Anatomie einmal uns anschauen? Die Anatomie eines Sündenfalls. Wie funktioniert es? Oder was passiert, bevor jemand sündigt? Was ist da passiert? Es ist ja nicht so, du bist im Geist, Halleluja, voll des Geistes, der Herr ist da, das Antlitz leuchtet über dir und oh, dir geht's gut und du jubelst und du singst im Geist und alles ist wunderbar und in der nächsten Sekunde bist du gefallen. So ist es nicht. Sondern zwischen deinem Jubel und dem Absturz, dazwischen ist nur etwas. Und wenn du das verstehst, dann weißt du, wie du dich bewahren kannst und wie oder der Heilige Geist dich bewahren kann und dich auf gerader Straße laufen lassen. So, jetzt Anatomie. Jakobus 1, Vers 13 bis 16. Niemand sage, wenn er versucht wird,
Ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst aber versucht niemand. Das ist ein Unterschied, ob Gott prüft, wie er Abraham geprüft hat, oder ob er versucht zum Bösen. Das kann er nicht und das wird er niemals tun. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Achte auf das Wort Begierde. Andere Besetzungen benutzen auch das Wort Lust. Ja, sein starkes Verlangen. So Versuchung ist, wenn ein starkes Verlangen sich meldet, anklopft. Ein starkes Verlangen, das ist nicht Sünde. Versuchung ist nicht Sünde. Versuchung ist der Versuch des Feindes, dich zur Sünde zu verleiten. Und es beginnt mit einem starken Wunsch nach illegalem Sex, nach irgendwas anderem. Egal was es ist, es beginnt immer mit einem Wunsch. Und was tut dieser Wunsch, wenn wir, oder was will er tun? Er will uns fortziehen, wenn wir von unserer eigenen Begierde fortgezogen und gelockt werden. Fortgezogen ist ein wichtiges Wort. Fortgezogen, fort von was? Fort vom Händchenhalten mit dem Heiligen Geist. Fort von der Gemeinschaft. Bleiben wir mal bei dem Beispiel Augenlust. Wir haben ja gestern darüber auch gesprochen. So, da sitzt du auf deinem Sofa und du weißt ganz genau, dieser Film hat Inhalte, die stimmen nicht mit dem Wesen und dem Wort Gottes überein. Du kannst dir diesen Film nur anschauen, wenn du ob mit oder ohne Worte, und meistens ohne Worte, sagst, Heiliger Geist, würdest du mich vielleicht mal für 90 Minuten alleine lassen? Ich will hier mein Ding durchziehen. Ich brauche deine Warnungen nicht. Ich brauche nicht deine Kommentare. Ich will jetzt einfach nur in Ruhe gelassen werden. Ich habe einen schweren Tag gehabt. Mir geht es schlecht. Ich bin leer. Ich muss mich irgendwie wieder füllen. Ich muss mich irgendwie wieder aufbauen. Und das mache ich auf meine Art und Weise. Und Kommentare sind jetzt hier nicht erwünscht. Das sagen wir nicht mit Worten. Würden wir uns gar nicht trauen. Aber de facto ist es genau so. Genauso ist es. Wir lassen uns von der Lust und dem Versprechen auf noch mehr Lust fortziehen aus der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Das ist, was passiert bei jedem, der Christ ist und Pornos schaut oder andere Filme mit unreinen Inhalten und bei irgendwelchen anderen Sünden auch. Das ist, was geschieht. Vers 15, danach, wenn die Begierde empfangen hat, also es beginnt mit Begierde und jetzt die Begierde empfängt etwas und nur wenn sie etwas empfängt, bringt sie die Sünde hervor. Wenn sie nichts empfängt, könnte sie keine Sünde hervorbringen. So siehst du auch ganz klar den Unterschied zwischen Versuchung und Sünde. Versuchung ist der Versuch, dich zur Sünde zu verleiten. Die Begierde muss also, die da anklopft, die dich einlädt, die dir Versprechungen macht, die schon dir eine gewisse Vorfreude da produziert, auf noch mehr Lust und noch mehr tolle Sachen. Diese Begierde, damit sie zur Sünde wird, muss etwas empfangen. Und erst wenn sie dieses Etwas empfangen hat, wird sie die Sünde hervorbringen. Und die 1-Million-Euro-Frage ist, was muss die Begierde empfangen, damit sie imstande ist, Sünde hervorzubringen? Unsere Einwilligung, unsere Zustimmung, ganz genau. Und wenn sie die nicht bekommt, dann war es das. Nichts ist passiert, wir sind nicht besudelt, unser Gewissen ist rein und alles ist gut. Ja, aber das ging so schnell alles und ich konnte gar nicht überlegen. 2, 3 Mausklicks und zuck, da war ich schon da. Also so schnell kann man ja gar nicht reagieren. Da kommt man ja nicht zum Nachdenken. Das geht husch husch und ich wurde wieder mal übertölpelt. Wer so denkt, ist noch weit davon entfernt, Verantwortung für sein Leben zu übernehmen. Er ist Opfer, aber aus Gottes Sicht sind wir Täter und das ist ein Riesenunterschied. Opfer muss man schützen, Täter muss man bestrafen. Und wir drehen alles um. Wir sind die Opfer. Ja, ich konnte nichts dagegen tun.
Das hörst du von Menschen in der Seelsorge. Das hat mich einfach überwältigt. Der Zorn kam über mich, ich konnte den nicht mehr stoppen. Ich habe noch versucht, aber der hat mich einfach aus dem Weg geblasen und da gab es kein Halten mehr. Du, das ist einfach stärker als ich. Das sind alles Täuschungen. Und wir müssen rauskommen aus den Täuschungen und das Licht muss scheinen. Und das Licht ist im Wort. Hier heißt es, irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Warum steht da, irrt euch nicht? Weil wir an dieser Frage der Sünde und wie Sünde zustande kommt, uns sehr gerne und sehr häufig irren. Darum steht es extra da, mach das nicht, weil dann hast du keinen Gewinn davon und du kannst nicht lernen und du wirst diesen Kreislauf immer wieder durchlaufen. Gute Vorsätze und dann doch wieder fallen und dann die Scham und die Verdammnis und du musst da dich rauswühlen. Das dauert Tage, bis dann die Sonne wieder scheint. Ich kenne diesen Kreislauf und der ist so erbärmlich. Und es ist so wunderbar, wenn wir aus diesem Kreislauf raus sind und wir können auf gerader Bahn gehen und wir können von Sieg zu Sieg gehen, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und wir stellen, wie ich das schon gesagt habe, immer neue Bestzeiten des Gehorsams auf. Und unsere Abstürze werden immer seltener und immer flacher. Halleluja. So, keine unrealistischen Ziele. Ja, so ein heiliges Gelübde, ab jetzt werde ich nie mehr das tun. Vergiss es. Sei Realist. Und sag, ich will lernen. Und wir dürfen und wir können lernen. Und da können wir zunehmen, wenn wir das Richtige machen. So, was ist das jetzt was hat das mit der Besonnenheit auf sich, die über uns wacht? Was bedeutet das und wie funktioniert das? Es ist der Heilige Geist, der Geist der Besonnenheit, der Geist der Gnade. Und ich nenne das hier in meinem Konzept die Gnade der Slow Motion. Die Gnade des Slow Motion ist ein Begriff, ja? Der Film geht in Zeitlupe und auf einmal geht alles ganz langsam. Wenn wir Gemeinschaft haben mit dem Heiligen Geist, wenn wir tun, was wir tun sollen und uns füllen mit dem Wort, und dann kommt diese Versuchung, diese Begierde, die anklopft, dann kommt die Gnade des Slow Motion, dann kommt der Heilige Geist und er sagt, da vorne kommt eine Versuchung. Siehst du das? Ja, das sehe ich. Und weißt du, was passieren wird oder würde, wenn du dieser Versuchung nachgibst und deine Einwilligung gibst? Oh ja, das weiß ich sehr gut. Und ich habe genug von diesem Jammer und dieser Scham und dieser Verdammnis, dass ich das nicht nochmal brauche. Okay, wenn du es nicht brauchst, dann musst du es ja nicht nehmen. Dann sag doch jetzt einfach nein. Und du sagst nein und die Begierde stirbt, weil sie nichts hervorbringen kann. Das ist die Gnade des Slow Motion. Der Heilige Geist als Geist der Besonnenheit sagt, denk gut nach. Was ist das für ein Ding? Wohin führt dich das? Was werden die Konsequenzen sein? Wie wird es am Ende sein? Erinnere dich an die letzten Jahre deiner ewigen Kreisläufe. Willst du das noch einmal? Und irgendwann hast du genug von diesem ganzen Schlamassel, mit dieser Verdammnis und der Selbstablehnung und du kannst dir selber nicht mehr glauben und all das ganze Elend. Irgendwann hast du genug davon. Und du hast diese Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist und du behältst sie. Du sagst, Heiliger Geist, sei jetzt ganz nah an meiner Seite. Parakletos, der zur Hilfe herbeigerufene, er ist da und er macht dir klar und er gibt dir genügend Zeit. Und das ist total anders als husch, 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 zwei Mausklicks. Ja, da war es schon wieder passiert. Was kann ich dafür, wenn der Computer so schnell macht? Ja. Wir haben genügend Zeit zu bedenken, wohin das führt. Und die Konsequenzen der Sünde, das geschieht natürlich im Bruchteil einer Sekunde, aber für uns ist es wie Slow Motion. Das reale Leben läuft in normaler Zeit weiter. Aber für uns ist es Slow Motion. Ja? Ich habe mir sagen lassen, wie eine Fliege, wenn du eine Fliege schlägst, die kriegst du meistens nicht, weil die sieht dich ganz, ganz langsam kommen, deine Hand. Und hat genügend Zeit wegzufliegen, bevor deine Hand sie erreicht. Aber du machst es in Echtzeit, aber sie sieht das anders und sie hat genügend Zeit zu reagieren. Die Gnade des Slow Motion.
Was für ein Geschenk. Der Geist der Besonnenheit wacht über dir. Und er stellt dir Fragen. Siehst du das? Möchtest du das? Was wirst du jetzt tun? Überlege, das ist der Weg des Segens, das ist der Weg des Fluches. Jetzt triffst du eine intelligente Wahl. Wie Gott das in seinem Wort sagt. Ich habe euch Segen und Fluch vorgelegt. Leben und Tod. Und weil das eine manchmal nicht so überschaubare Entscheidung ist für manche, gibt der Herr noch eine Entscheidungshilfe und sagt, wähle das Leben. Halleluja. Wir wählen das Leben, wir wählen die Reinheit, wir wählen den Sieg, wir wählen Nein zu sagen. Und hör auf, dich als ein hilfloses Opfer zu sehen, sondern sag, ich habe die Macht, ich habe die Autorität, Nein zu sagen. Was hat der Herr zu Kain gesagt? Die Sünde lauert vor der Tür. Oh, was für ein Bild. Ja. Nach dir hat sie verlangen. Ja, genau, kenne ich. Aber jetzt guck mal, wie es weitergeht. Du aber herrsche über sie. Die kommt angekrochen, die will dich einladen, die will dich erinnern an leckere Dinge, die du schon erlebt hast und sagt, komm, wollen wir noch mal. Aber du kannst Nein sagen, du kannst herrschen. Und bevor du lernst, Nein zu sagen, musst du glauben, dass du Nein sagen kannst. Von dem Ding haben wir schon gesprochen, das hat was mit Identität zu tun. Wenn Gott sagt, du kannst Nein sagen, dann kannst du Nein sagen. Und dann hör auf, ja, aber ich wurde wieder überrannt und übertölpelt und es ging so schnell und auf einmal war es schon wieder passiert. Ich weiß auch nicht, wie es passiert ist. Ich sage mal, wer ist es? Wer hat geklickt? Die Maus oder du? Sie hat Verlangen nach dir, die Sünde, und sie ist nicht dein Freund, sie ist gekommen, um dich in Verderben zu senken, aber sie ködert dich mit Lust. Und wir müssen lernen, im Heiligen Geist über diesen Zuckerguss des sündigen Angebotes hindurchzuschauen, mit Heiliggeist-Röntgenblick und zu sehen, dahinter lauert der Tod. Am Ende bin ich der Betrogene und am Ende verliere ich. Ich verliere die Gegenwart Gottes, ich verliere meine Zuversicht, ich verliere auch Lebensqualität, ich verliere auch Qualität in Beziehung. Und das wissen alle Männer in diesem Bereich, den wir hier gestern angesprochen haben, wer da gesündigt hat. Du kannst nicht deiner Frau in die Augen sehen, du kannst nicht. Und du ahnst, dass sie es schon weiß, aber du sprichst es nicht an und schleichst dich rum und redest über Einkäufe oder irgendwelche Dinge. Wir können herrschen. Dazu hat Gott uns befähigt. Römer 5, 17. Wenn wir die Fülle der Gnade empfangen und die Gabe der Gerechtigkeit, dann herrschen wir im Leben durch den einen, Jesus Christus. Wenn wir all das in Empfang nehmen, was er für uns hat, die Fülle, den Überfluss an Gnade, dann herrschen wir. Wir können herrschen. Halleluja. Wir haben diesen wunderbaren Geist der Selbstbeherrschung oder der Zucht oder der Disziplin bekommen. 2. Timotheus 1, Vers 7. Wir haben einen Geist der Kraft und der Liebe und der Zucht bekommen. Der Heilige Geist ist da und er befähigt dich, Nein zu sagen. So bitte hör auf mit dieser Lüge, ja, ich kann nichts dafür und ich kann einfach nicht Nein sagen. Hallo, da klingelt es an der Haustür, da kommt der Paketbote und zwei Mann schleppen da eine große, schwere Kiste die Treppe hoch bis vor deine Haustür und dann sagen sie, hier ist ihre neue Waschmaschine und du sagst, ja, Moment mal. Ich habe ja gar keine bestellt. Ja, aber das macht nichts. Wir sind jetzt extra die Treppe hoch und Sie denken noch nicht, dass wir das jetzt wieder mitnehmen. Jetzt haben wir es hier, jetzt müssen Sie es halt nehmen. Hier ist es, bitte unterschreiben Sie. Die können Druck machen, wie die wollen. Wenn du klar im Kopf bist, sagst du, Freunde, ich werde hier nicht unterschreiben. Weil ich habe das Ding nicht bestellt, ich will es nicht haben. Nehmt es wieder mit, ab nach Hause. Ja, aber, und dann kommen sie mit irgendwelchen Erklärungen, die gab es ja nicht, wie schwer das Ding war, wie wir das hier hochgerastet haben zu zweit und wollen sie das wieder runterschleppen und alles war umsonst. Und dann kommt das Mitleid bei denen, die noch nicht klar im Kopf sind. Ach ja, Mensch, wirklich, das war so ein Stress. Und naja, dann nehme ich es halt. Ist irgendjemand so bescheuert? Nein, du sagst, nicht bestellt, falsch geliefert, ab zurück.
Du hast die Freiheit, Nein zu sagen. Die klopfen an der Tür. Die brechen nicht die Tür ein und stellen das Ding in deinen Flur, sondern die klingeln an der Tür und sagen, wir bringen jetzt das Ding. Du sagst, das Ding habe ich nicht bestellt, ab zurück. Du hast die Freiheit, Nein zu sagen. Und bevor du diese Freiheit ausübst und genießt, musst du glauben, dass du die Freiheit hast, Nein zu sagen. Und du musst rauskommen aus der Opfermentalität. Die Sünde ist stärker als ich. Nein, mit Gott bist du stärker. Und du kannst herrschen. Und das funktioniert mit Pornos, das funktioniert mit einer Zigarette nach deiner letzten Zigarette. Oder mit Zorn oder mit irgendetwas. Es ist immer das Gleiche, wenn du in Gemeinschaft bist mit dem Heiligen Geist. Und dann kommt die Situation, wo wieder diese Einladung zur Sünde ist. Der Geist der Besonnenheit wacht über dir. Und er hat ein kleines, kurzes Gespräch mit dir und sagt, checkst du, was hier los ist? Willst du da diese Entscheidung so oder so treffen? Was ist deine Wahl? Und wir sind klug und wir treffen intelligente, Gott wohlgefällige Entscheidungen. Aber diese Gnade des Slow Motion kommt nur, wenn du voll bist vom Wort. Weil das Wort Gottes bringt Licht. Das ist ja das Problem von so vielen. Es laufen Gefühle und Gedanken und Fantasien ab und die kriegen das gar nicht mit. Die kriegen gar nicht mit, was da für ein Programm in ihnen abläuft. Aber wenn wir uns füllen mit dem Wort, der Eingang deines Wortes erleuchtet. Es ist das Licht des Lebens, das scheint in uns. Und dann sehen wir Gedanken von Rache, von Bosheit, von fürchterlichem Egoismus. Wir sehen diese Gedanken. Und wir sind nicht programmiert, automatisch denen zu folgen, sondern wir können sortieren. Das ist ein guter Gedanke und das ist ein schlechter Gedanke. Und ich werde diesen schlechten Gedanken nicht weiter bedenken. Ich lösche ihn aus. Ich habe ja Autorität, Gedanken gefangen zu nehmen. Halleluja! Wir haben Autorität, Gedanken, Festungen, Bollwerke niederzureißen, gefangen zu nehmen. All diese Dinge, die sich gegen Gott erheben, wir können die niederreißen. Wir sind nicht arme, hilflose Würstchen. Wir haben mächtige Waffen bekommen. Und diese Waffen sind uns zugeteilt worden, gemäß dem Maß der Versuchung. Es gibt keine Versuchung, aus der Gott uns keinen Ausweg gibt. Das gibt es nicht. So, der Herr hat die Fallen des Feindes oder die Versuchungen oder die Angebote des Feindes genau bemessen und dann sagt er, okay, das ist Größe 10, du kriegst Power für Größe 15. Fertig, du bist ausgestattet, aber du musst glauben, dass du ausgestattet bist und du musst entschieden sein, ich will lernen zu herrschen und ich will kein unrealistisches Bild malen, das ist ein Lernprozess. Und wir werden noch manche Male fallen, egal in welchem Bereich das ist. Aber wir können lernen, immer konsequenter zu sein. Wir können lernen, immer entschiedener zu sein und immer gerader zu sein und immer gehorsamer zu werden. Halleluja. So lasst uns diese Gnade nehmen. Lasst uns füllen mit dem Wort Gottes. Da gibt es diesen interessanten Ausdruck bei Paulus. Lasst das Wort Gottes reichlich bei euch wohnen. Nicht am Sonntagmorgen zu Besuch kommen lassen. Wohnen, das ist ein Unterschied zwischen Besuch und Wohnen. Und wenn wir jetzt so die sprichwörtliche, die haben wir ja nicht wirklich, aber das ist ja so eine Redensart, so die sprichwörtliche böse Schwiegermutter, ja, die sich immer einmischt in alles und die alles besser weiß und die nur ein Segen ist, wenn sie wieder geht. Ja? Keiner hat von uns so eine, aber ich muss ja mal ein Bild malen, damit ihr versteht. Ja? Die völlig nichts ahnt und immer guter Laune, nur böse Dinge tut. Und die nicht mit der Realität verbunden ist, mit der man nicht reden kann, die völlig irgendwie in ihrer eigenen Welt lebt und denkt, die macht uns alle glücklich. Ja? Die steht eines Tages mit zwei Koffern vor der Tür und sagt, freut euch Schätzchen, ich wohne jetzt bei euch. Dann kennst du den Unterschied zwischen Besuch und Wohnen. Wer wohnt, der räumt nämlich die Möbel um. Der sagt, ach, ab jetzt machen wir das so und ab jetzt so. Wer da wohnt, hat das Wohnrecht. Ja? Und der Herr wohnt in unserem Lebenshaus. Und er sagte, die Möbel möchte ich anders haben. Ich möchte es so haben. Ich möchte mich hier wohlfühlen. Ich möchte die Dinge umarrangieren.
Das Wort wird regieren. Das Wort kommt nicht als Gast mal zum Kaffee vorbei, sondern das Wort wird Dinge ändern, Denkweisen, Motive, Fantasien, Gedankenmuster. Das Wort Gottes wird alles umändern. Und das lassen wir wohnen in uns. Und wir geben uns hin, wie in Sprüche 2 am Anfang beschrieben. Wir brüten über dem Wort, wir graben, wir erlauben dem Heiligen Geist, uns das zu erklären. Wir gehen da hinein und wir bekommen geistinspirierte Parallelstellen. Und die Bibel erklärt die Bibel. Und das ist so spannend und so interessant. Und du lernst Dinge, die du in keinem Buch gelesen hast, weil du vom Geist selber gelehrt wirst. Und das ist, was wir brauchen, weil das, was der Geist dir zeigt und offenbart, das ist noch Jahrzehnte später da, wie ich gestern irgendwann, glaube ich, gesagt habe. Wenn du einmal Offenbarung bekommen hast über Römer 6, was das ist, dass wir der Sünde gestorben sind und du bleibst auf dem Weg mit dem Herrn, diese Offenbarung wird dein Leben lang bei dir sein und die wird sich nicht ändern und sie ist immer eine Quelle der Kraft und der Ermutigung. Und der Hoffnung. Wir brauchen Offenbarung. Es gibt viel zu viele Leute, die hängen sich an Menschen, die hängen sich an Prediger. Und das ist ihr Lieblingsprediger oder jener. Aber sie werden nie vom Geist gelehrt. Sie hören nur Worte, Wörter von Menschen, aber sie werden nicht vom Geist gelehrt, weil sie nicht diese Zeit haben, die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, wo sie sich verneigen, wo sie sich demütigen, wo sie sagen, trotz Abitur, ich habe die Chance, hier den größten Blödsinn aus diesem Buch rauszulesen. Ich brauche dich, ich brauche deine Hilfe. Sei mein Lehrer, unterweise mich. Und ich sage dir, das, was du mir beibringst, das will ich versuchen umzusetzen, so gut ich das kann. Und ich will lernen und ich will wachsen im Gehorsam. Dann werden wir vom Geist gelehrt und das Wort nimmt Raum in uns und das Wort baut alles um. Und der Heilige Geist wacht über uns als Geist der Besonnenheit. Und da, wo wir jahrzehntelang immer wieder reingefallen sind, werden wir jetzt Siege erleben. Halleluja. Das ist der Weg in die Freiheit. Amen. Amen. Seid gesegnet. Halleluja.